Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Samstag, den 20. Mai. In der Nacht zu Freitag haben Einbrecher hochwertige Kleidung aus dem Nienburger Modegeschäft Colossa gestohlen. Inhaber Jörg Colossa hat eine Belohnung von 1.000 Euro auf Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Die Polizei bestätigte einen möglichen Zusammenhang zu über 10 Einbrüchen vor einem halben Jahr. Die Kinder und Jugendlichen vom christlichen Jugenddorfwerk in Nienburg haben sich am Freitag beim Tag der Begegnung den Besuchern vorgestellt. CJD-Sprecher Sven Kütz nannte das Fest einen Streifzug durch die Einrichtung. Alle 5 Abteilungen hatten Stände für die Veranstaltung vorbereitet. Es gab unter anderem Seifenblasen, Sänger und syrisches Essen. Die Kita Kleine Krähe muss nicht schließen. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung der gemeinnützigen GmbH der Lebenshilfe Nienburg in dieser Woche auf einer Betriebsversammlung in Liebenau auch intern um Vertrauen geworben. Mit einem neuen Haustarifvertrag, der kurz vor dem Abschluss steht, soll wieder in eine bessere Zukunft gestartet werden. Gut ist zudem angekommen, dass die Zahl der Führungskräfte reduziert wurde. Knapp 50 Jahre tat sie in Schwering treu ihre Dienste auf der Weser. Seit Ende 1999 erinnerte sie auf dem Mühlenplatz in Landesbergen als Museumsschiff an die 400-jährige Landesberger Fährgeschichte und als Veranstaltungsbühne. Vorbei das Ganze. Die alte Schweringer Fähre gibt es nicht mehr. Sie wurde verschrottet. Noch etwas mehr als eine Woche haben die Anwohner der Stromtrasse in der Samtgemeinde Marklohezeit, um die Unterlagen für den Neubau der 380 Kilovolt-Leitung im Rathaus anzuschauen. Einwände gegen den Trassenverlauf können noch bis zum 12. Juni gemacht werden. In Wietzen soll nördlich des Ortes im Bereich der Bundesstraße 6 ein Erdkabel anstelle einer Freileitung gelegt werden. Das schlägt Netzbetreiber Tennet vor. Die Gemeinde Radesdorf ist gemeinsam mit Warmsen im Verbund in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen worden. Im Gespräch mit der Hake erklärte Radesdorfs Bürgermeister Heinrich Stellhorn, wo die Gemeinde steht und wohin sie will. Themen wie das Anruf-Sammeltaxi oder auch Gewerbeansiedlung standen im Fokus. Zum Sport. In der Fußballbezirksliga stehen 3 Kreisteams vor Abstiegsendspielen. Im Tabellenkeller empfängt der TuS Drakenburg die SG Hoya, der VfL Münchenhagen hat die U23 des BSV Reden zu Gast. Für Uchtes Jan Kaiser ist die Saison aufgrund eines Bänderrisses hingegen gelaufen. Im zweiten Teil unserer Hake-Serie stellen wir den Golf-Azubi vor. Jörg Thielking machte einen beruflichen Schnitt und lässt sich als Jurist nun zum Golflehrer ausbilden. Der Steierberger Rennfahrer René Rast zieht im Interview ein positives Fazit nach dem DTM-Saisonstart in Hockenheim und freut sich auf die Wertungsläufe 3 und 4 an diesem Wochenende auf dem Lausitzring. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.